Jakob Matthias ist ein Meister der Illusion. Das hat ihm bereits mehrere Preise eingebracht. Zuletzt den 3. Platz bei der WM der Zauberkunst. Aber was genau macht er eigentlich? Weiß ich nicht. Der zaubert? Gibt es Zauberei? Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt keine wirkliche Zauberei. Man arbeitet schon immer irgendwie mit Tricks, aber in dem Moment, in dem der Zuschauer im Theater sitzt und sich das Ganze anschaut, gibt es für den wirklich Zauberei. Ich habe zu Hause einen Zauberkasten und da kann ich auch ein paar Tricks. Was kannst du da? Zum Beispiel so eine Kugel im Becher, die tue ich da raus und in meine Hosentasche. Dann habe ich ein Zaubertuch. Das mache ich dann runter, mache das so hoch, mache ich es drüber, sage Abracadabra Simsalabim und dann mache ich es auf und die Kugel ist wieder da. Was die Nachwuchszauberer von morgen gerne noch preisgeben, wäre für Profis wie Jakob Matthias ein absoluter Tabubruch. Das Verraten von Zaubertricks. Ich bin Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland und dort ist eine der Grundregeln, man verrät keine Zauberkunststücke. Warum? Das ist eine gute Frage. Das Zaubern lebt ja davon, dass die Leute eben nicht wissen, wie es funktioniert. Und wenn ich den Leuten erzählen würde, wie ich das alles mache, ist es vielleicht manchmal interessant, weil es wirklich verrückt ist, was dort alles hinter den Kulissen abgeht. Aber prinzipiell würde ich mir ja die Lebensgrundlage nehmen, weil plötzlich jeder dahinter blicken würde und es für viele dann die Spannung verliert. Es sieht vorne immer so einfach aus, was man macht. Hinten dran steckt aber viel, viel Arbeit dahinter. Und die Show, die ich zum Beispiel nachher gleich spielen werde, für die habe ich die letzten 4 Jahre jeden Tag 8 Stunden trainiert. Und die geht nur 10 Minuten. Ob echte Zauberei oder nur perfekte Illusion, eines ist sicher. Wenn der Vorhang sich öffnet, leistet Jakob Matthias auf der Bühne harte Arbeit, während sich das Publikum von dem, was es geboten bekommen wird, in eine zauberhafte Welt entführen lässt.